Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Hallo ihr lieben Menschen, ein liebevolles Willkommen bei Marias Talk bei Wake News Radio und TV. Ein Dankeschön an alle Zuhörer, Zuschauer und an alle Sender, die uns live übertragen. Natürlich auch an alle, die gerne mitmachen wollen. Ihr könnt mir schreiben unter der E-Mail-Adresse maria@wakenews.net. Da könnt ihr Fragen stellen und dann werde ich die soweit mir es möglich ist, beantworten während der Sendung, ansonsten danach. So, das Thema meiner heutigen Sendung ist die Sprache. Wir sprechen sie alle. Die Bedeutung hat sich in der Zwischenzeit relativ verändert. Wir stellen uns die Frage, was ist die Bedeutung von ihr, wo kommt sie her, wer hat sie erfunden und was wurde aus sie gemacht, wie wurde sie denn so verwirrt, wie sie denn jetzt ist? Dann haben wir also die Sprache, die aus Worten besteht, Buchstaben, die wir zu Worten zusammenfügen, aus denen wir dann Sätze machen. Die lernen wir von klein auf, von unseren Eltern, von unseren Schutzbefohlenen. Das wird uns so mitgegeben als absolutes Kommunikationswerkzeug. Aber bevor wir diese Sprache erlernen, sprechen wir die Sprache des Herzens. Mütter und ihre Jungen müssen sich nicht verbal verständigen. Das geht auch so. Und wir Menschen müssen das auch nicht. Wir können das auch so machen. Wenn wir dann dieses Bewusstsein erreicht haben, da müssen wir alle hinkommen, da müssen wir alle hinarbeiten. Und das geht nur durch Beschäftigung mit sich selbst und mit den Themen, die uns alle was angehen, wie die Sprache, die natürlich einer der Schlüssel ist, um uns wieder zum Ursprung zurückzuführen, weil die Sprache sehr, sehr verwirrend ist und man eigentlich ja alles an einem Ursprung herbeiziehen kann, glaube ich. Wichtig ist, also was ich sehr wichtig finde bei der Sprache, die wir sprechen, ist immer die Tonlage, die wir haben. Der Ton macht die Musik. Ihr kennt das Sprichwort. Und das ist wirklich so. Also man kennt auch die Zeichensprache, die ohne Ton stattfindet, wo es schon weniger Missverständnisse gibt, wie bei der gesprochenen Sprache. Leider. Und das ist auch schön mitzuerleben, wie man sich ohne Mundwerk verständigt. Es ist eine viel angenehmere Energie, man fühlt sich nicht so gefesselt, finde ich. Ja, eben, es verstehen Missverständnisse und dadurch entsteht natürlich auch Teilung. Das, was wir nicht wollen, weil wir alle eins sind. Und das müssen wir uns bewusst machen, immer wieder bewusst machen, wir sind eins, die Teilung dürfen wir nicht zulassen. Und dann, es ist nicht ganz einfach im Alltag, aber das kommt mit der Übung. Ich bin auch noch nicht lang erwacht. Für mich ist das auch alles noch neu in den Alltag einzubringen und zu formulieren. Entschuldigung, deutsche Sprache. Ehrliche Sprache. Ja, also wir haben, es gibt viele, die sich der Sprache angenommen haben. Also ich bin zu der Sprache gekommen durch einen Beitrag von Mario Prass zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat mich so ein bisschen auf die gotische Schrift gebracht, die ich im Moment gerade versuche, mir anzueignen und dann selbst auseinandernehmen zu können, dass ich dieses Wissen habe für mich und versuche das natürlich in Selbstversuchen, ob die Theorien, die er da aufstellt, auch stimmen. Denn nur Wissen macht uns frei. Und ja, also er hat halt das, also er hat das schön erklärt, wie man von der gotischen Schrift über die Altschrift zum Hochdeutschen kommt. Das geht alles mit nur einem Strich, den man verändert. Und dann kam er auf das kleine Hexen einmal eins von Goethe, das ich nachher auch noch gerne einbringen möchte. Man findet diese Verwirrung, die man in unserer Sprache, in unserer gesprochenen Sprache findet. Man findet sie auch in der Zeichensprache, wie schon gesagt. In der Körpersprache werden auch die Bedeutungen mit Absicht verwirrt, verdreht, verändert. Das in manchen Ländern ist der erhobene Finger ein freundliches Hallo. Bei uns wisst ihr alle, was das bedeutet zum Beispiel. Dann gibt es noch die Zahlencodes, die Morsecodes, die Computersprache. Es gibt sehr viele Sprachen, ich habe mich noch nicht mit allem auseinandersetzen können, aber das sind so die Bereiche, die wir auf jeden Fall mal einsehen sollten. So, und da sind ja wir alle gefordert. Und wir können alle, jeder fühlt anders und geht seinen Weg in einem anderen Tempo, mit einer anderen Aufmerksamkeit, mit einem anderen, mehr oder weniger offeneren Herz. Und somit findet man verschiedenste Bereiche, die da zusammen spielen und aufeinandertreffen, die sich dann nachher, die man schön vereinen kann. Also es ist nicht für einen alleine machbar, das alles zu entwirren. Da müssen wir zusammenhalten und das zusammen entwirren. Dann kriegen wir das alle hin und finden den Weg. Dann haben wir natürlich, was man nicht vergessen darf, die Symbolik. Natürlich die symbolische Sprache, die sich die Illuminaten und die Freimaurer angeeignet haben und verdreht wurden, wie das Hakenkreuz zum Beispiel, das ich schon in meinem Artikel erwähnt habe. Ja, so gibt es ganz viele verschiedene Sprachen, die wir auseinandermurksen dürfen. Aber das ist sehr lustig, weil man entdeckt sehr, sehr vieles. Zum Beispiel, wenn man das jetzt die Wortimplantate als Sklavensprache, gibt es einen schönen Bericht von Walter B. Probst. Das ist eine schamanische Analyse von ihm. Er hat die Wortimplantate genannt mit der Neubenennung dazu. Da ist zum einen das Wort der Umarmung. Umarmung bedeutet, dass man die Armut teilt, dass man Mut hat zum Armsein. Also sollte man sich besser umreichen statt umarmen. Ich selbst sage lieber, ich drücke jemanden oder halte ihn. Zum Beispiel, die Arme sind für uns die Gliedmaßen an unserem Körper. Das ist aber laut Bedeutung die Armut der Sklaven. Das ist ein Wort, was wir in unserem Alltag fälschlich deuten, leider. Weil die mit der Deutungshoheit, je nachdem von wo man da bezahlt wird, das natürlich so schreiben, wo der Geldgeber herkommt. Das ist natürlich, da zieht es einen hin automatisch. Dann haben wir den Strohmann, den wir alle kennen, den Strohmann, den wir alle haben, jeder hat ihn. Auf ihn wurde die Geburtsurkunde ausgestellt, von uns allen. Dass die Person ist kein Mensch oder ein Lebewesen, das ist eine Maske ursprünglich, was man uns natürlich nicht offenbart, so offensichtlich leider. Dann haben wir den Liebhaber. Der Liebhaber hat Liebe, ist unbegrenzt in Liebesfähigkeit für sich selbst und für alle Welten. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern das wird nur auf die körperliche Ebene gezogen, leider. Dass unser Geschlecht, wir werden eingeteilt in Geschlechter, das männliche Geschlecht und das weibliche Geschlecht, wo man, wenn man das Wort auseinander nimmt und das G und schlecht hat. G, schlecht. Da geht es uns sehr schlecht, wenn man das so von dieser Warte aus auseinander nimmt. Das sind mal so die Herrlichkeit, habe ich hier auch, das ist auch ein sehr schönes Wort. Die Herrlichkeit enthält den Krieg mit der Dämlichkeit, wenn man das schamanisch auseinander nimmt. Aber dazu müssen wir tiefgründiger reingehen. Ich bin auch noch nicht so weit in meinem Aufwachen und Analysieren dieser Symbole, Anagramme. Es ist ein sehr, sehr weitreichendes Thema. Und wenn man Mensch ist und lebt, dann jetzt, wo die Sonne scheint, ist man draußen, man genießt die Sonne wieder. Und da hat man nicht unbedingt die Energie, um sich vor diese energieraubende Maschine zu setzen und sich das rauszusuchen. Aber wir dürfen das tun. Tun wir nichts. Entschuldigung dafür. Wir dürfen das sehr gerne auseinandernehmen und wir sollten das auch, damit wir wieder zu uns selber finden und wieder wahrhaftig mit uns sprechen und ehrlich und aufrichtig. Und das geht meines Erachtens nur über das Herz und über sonst nichts. Also wenn man schon rausgeht und man hört, man hört die verschiedensten Sprachen, da bleibt einem nur in die Seele zu schauen, das heißt in die Augen des Gegenüber und mit dem Gefühl zu verstehen und nicht zu sprechen und weil man hört ja auch nicht mehr richtig zu durch diese ganzen Hintergrundgeräusche. Es wird ja immer lauter gemacht. Unsere Umgebung, der Umgebungsgeräuschpegel ist enorm, was mit den ganzen Baustellen und Autos und Flugzeug und das Wasser. Die Tiere sind ja auch schon völlig verwirrt durch unser Treiben im Wasser, was wir uns da rausnehmen, einfach so sie zu stören, ohne dass wir da Hilfe anbieten. Also, wir haben auch für uns diese Ohrstöpsel zum Beispiel. Und hören das dann ein bisschen gedämpfter. Für die Tiere lassen wir uns da nichts einfallen, komischerweise. Auch die Tiere haben auch eine sehr schöne Sprache. Die Fledermäuse, die gehen nach Infraschall zum Beispiel. Und auch da, also wir haben auch eigentlich dieselbe Sprache mit den Tieren. Wir verstehen auch die Tiere, jedes Lebewesen versteht sich untereinander. Wir können auch den Pflanzen zuhören. Hört sich total komisch an, wahrscheinlich für euch. Ein bisschen Banane. Aber das ist so, weil wir sind alle die ewige Essenz. Wir sind alle Energie, die fließt, die sich halt diesen Körper zum Hilfsmittel gemacht hat, um auf dieser Erde zu wandeln und das, was wir uns als Seele vorgenommen haben, auch zu verwirklichen. Und dazu fühle ich gehörte, die Sprache auseinanderzunehmen. Alles, was um uns herum ist, müssen wir auseinandernehmen. Alles durchleuchten, alles hinterfragen und auch mir nichts glauben. Hinterfragt das, was ich sage. Nicht sagen, ja, die Maria sagt so. Nein, ich sage nicht so. Also ich spreche von meinen Empfindungen, so wie ich das erlebe, so wie ich das fühle. Und teile meine Erfahrungen sehr gerne mit euch, gebe euch Informationen, wo ihr euch selbst belesen könnt, recherchieren könnt. Aber ihr dürft nicht das, was ich sage, ist geltend. Sondern immer schön hinterfragen, immer Selbstvertrauen haben. Und nur wenn man selber das weiß und man muss in diese Bewusstseinsebenen kommen. Und das schafft man nur, wenn man sich selber auseinandersetzt, um an sich selbst zu reifen und zu wachsen und zu spüren. Das ist, da müssen wir hin, darum informiert euch, also glaubt es mir nicht, sondern überprüft das, was ich sage, nochmal selbst für euch, sucht eure eigenen Beweise, eure eigenen Inputs, die euch von innen gegeben werden, hört drauf und geht ihnen nach, nehmt das auseinander. Macht das. Werdet selber wissend. Nur dann, ich habe auch ein wunderschönes Gedicht zu diesem Thema, dass wir uns selbst wissend machen. Das ist von Friedrich Hardenberg, genannt Novalis, wenn ich euch das mal eben zitieren darf. Er schreibt: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die tiefst Gelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten, und wenn man Märchen und Gedichten erkennt die ewigen Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. An diesem Gedicht, das schon sehr alt ist, erkennt man, dass man uns damals schon sagen wollte, durch diese Sprache, dass wir das entschlüsseln müssen, wir normal, in Anführungsstrichen, Menschen. Wir müssen das nicht, wir dürfen nicht den Wissenschaftlern glauben oder irgendwem, der da sagt, er hat ein Diplom gemacht und darum ist er jetzt der Allwissende über dieses Thema. Also wir haben selbst gemerkt, durch das juristische Wörterbuch, selbst die Anwälte, die Juristen, die sind nicht mal zu 100% aufgeklärt, was gesetzlich alles möglich ist, zum Beispiel. Und durch dieses Gedicht macht es uns nochmal bewusst, dass wir die sind, die das Ruder rumreißen können. Nur wenn wir uns das ins Bewusstsein rufen und das auseinandernehmen und anzweifeln, was uns die Oberen so mitteilen und was sie uns aufbürden wollen, dann finden wir raus, was sie uns da wirklich aufbürden wollen. Und dann es ist nicht leicht, das im Alltag einzubringen, wenn man das erkannt hat. Man hat das jahrzehntelang, wurde einem das antrainiert, und das ist kein leichtes Training, das wieder abzutrainieren. Gewohnheiten sind schwer wieder loszuwerden, aber man schafft das mit Training und Disziplin. Wir müssen einfach unser Bewusstsein mehr fordern. Bewusstsein. Wir müssen sein. Sein, sein, sein. Dann geht das. Und es gibt so viele Künstler aus der früheren Zeit, die uns das ja mitgeteilt haben, auch durch die Kunst. Da Vinci, zum Beispiel Picasso, die mussten das alles verstecken, die mussten das spiegeln, so wie das in dem Hexen 1x1 von Goethe erklärt wird, wo die Wissenschaftler auch sagen, ja, nee, das Hexen 1x1 von Goethe, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das ist einfach nur so Buchstaben aneinandergefügt zu Wörtern, die dann Sätze bilden, die keinen Sinn ergeben. Aber doch bei genauerem Hinschauen erkennt man den Sinn. Und wenn man diese Wissenschaftler dann mal von Näherem betrachtet, dann sieht man, wo die Finanzierung herkommt. Und wenn man dann sieht, wo das herkommt, dann stellt man wiederum fest, dass das mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Trug sein soll, der uns wieder in die Irre leiten soll. Und dann stellt man seinen eigenen Kopf an, sein Herz und fühlt das ab, geht dem nach und dann finden wir die Lösung. Wir haben die Lösung schon, weil wir sind die Lösung. Wir müssen einfach sein. Das ist das, was denen nicht passt, wenn wir einfach nur sind. Das müssen wir uns wieder aneignen, zu sein. So, dann komme ich mal auf das Hexen 1x1 von Goethe, was ich finde es total toll. Und ich versuche es mir so ein bisschen einzuprägen, immer mal wieder. Das ist auch nicht so einfach, weil mit dieser Regel, wenn man diese Regel bei der Anagramm-Sprachentschlüsselung benutzt, dann kommt man da auf jegliche Sprache. Also man kommt vom Deutschen, also wenn man vom Deutschen ausgeht, kommt man auf das Englische, man kommt auf das Griechische, man kommt auf das Chinesische. Man kann jede Sprache mit diesem Hexen 1x1 auf die deutsche Sprache zurückführen. Komisch. Wieso das denn? Da bin ich auch noch nicht ganz schlau draus geworden. Bis zum Ende bin ich noch lange nicht gekommen. Das ist noch ein sehr weiter Weg für uns alle. Das kleine Hexen 1x1, ich präsentiere euch das mal kurz, das lautet, du musst verstehen, aus 1 macht 10, die 2 lass gehen, die 3 mach gleich, so bist du reich, verlier die 4, aus 5 mach 6, so sagt die Hex, mach 7, aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ergibt auch das magische Quadrat. Wenn man das mathematisch auseinander nimmt, ergibt es das magische Quadrat. Ist nochmal lustig. Ist auch eine Sparte, die man nochmal genau durchleuchten muss. Ich möchte das für mich. Die Regeln, die sich daraus ergeben durch dieses Hexen 1x1. Du musst verstehen, aus 1 macht 10. Das bedeutet einfach, also wir schreiben ja eigentlich die 0, 1. Schreiben wir ja. Und wenn man das spiegelt, dann hat man die 10. Aus 1 macht 10. Die 2 lass gehen. Es gibt vieles, den Buchstaben Atta aus dem Altgotischen ist der A-T-T-A, wird der geschrieben. Da haben wir ein doppeltes T. Das ist dann im Türkischen, ist es dann der Atta, A-T-A. Und da haben wir die 2 lass gehen, also den doppelten Buchstaben T streichen wir einfach ein, den einen lassen wir gehen. Und somit haben wir das Atta, das türkische Wort für Vater. Die 3 mach gleich, so bist du reich. Ihr kennt alle die 33, 3 gedoppelt, 33, Freimaurer. Da wirst du reich, wenn du zu dem Verein gehörst. Ist ein toller Verein. Dann sind wir, die 3 macht gleich, so bist du reich, bei den Freimaurern. Verliere die 4. Das heißt, wir dürfen einen Buchstaben streichen. Das machen die Großen, jene, die das Deutungsrecht haben, machen das auch. Die fügen einfach hinzu, die nehmen einfach weg. Die 4 verliere, die machen wir weg. Aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8. Wenn wir zum Beispiel das Wort Tower nehmen, dann haben wir, nein, das wird gespiegelt, das ist kein gutes Beispiel, aber Vibe haben wir doch. Nein, das ist auch gespiegelt. Das Vibe ist umgedreht die Maid. Ist gut, ne? Das W wird zum M und das E wird zum A, das I bleibt und das B ist das gespiegelte D. Und so löst sich das auf, das Weib in Maid. Also ist beides keine Beleidigung, aber manche fühlen sich beleidigt dadurch. Aber das aus 5 und 6 mach 7 und 8, das ist, wenn man in dem Alphabet die Reihenfolge durchgeht. Also wenn jetzt ich habe in der letzten Sendung das Mohammed erwähnt, das ist Entschuldigung, das ist die Moslems beten diesen Propheten an, ein Prophet erfunden, also die Religionen sind alle auch dafür erfunden. Dankeschön. Es kam noch raus bei mir. Bei Mohammed ist das zum Beispiel, wenn man, da ist vorne das M. Wenn man jetzt aus der 5 und der 6 die 7 und die 8 macht, dann geht man im Alphabet einfach einen Buchstaben weiter. L, M, N ist der nächste. Und dann haben wir Nohamed. Was bedeutet, esse kein Fleisch. Es tut mir leid, also nichts gegen jegliche Religion. Das soll keine Beleidigung sein, das ist nur Aufschlüsselung der Sprache. Damit möchte ich niemandem zu nahe treten oder Ham, Schweinefleisch. No, Ham, Schweinefleisch, Fett essen. Ed. No, Ham, Ed. Also ich möchte niemanden angreifen. Es gibt auch in anderen Sprachen, Jesus ist auch nicht gerade freundlich. Also wenn man den Jesus auseinander nimmt, der lateinische Begriff für Schwein ist Su, S-U-S. Und die Franzosen sagen zu Ich, sagen sie Je. Und wenn man das zusammenfügt, Jesus, dann hat man, ich bin Schwein. Also, je, ich, und so Schwein, ich Schwein. Jesus ist ein Schwein im Endeffekt. Also, der Jesus ist ein Schwein und der Mohammed ist, esse kein Schwein. Wo einem wieder diese Spaltung auffällt zwischen Moslems und Christen. Was ja auch wiederum gemacht wurde, um uns zu spalten. Diese großen Religionen, die jetzt da aufeinander preschen. Wir sind alle das Gleiche, ob muslimisch oder jüdisch, christlich, evangelisch. Wir sind alles Menschen, wir sind alle ewige Essenz. Wir haben alle einen und denselben Ursprung, das ist die Quelle. Und die Quelle verändert keine Wörter, Buchstaben, bringt Verwirrung ins Spiel. So, das gibt es nicht. Also es gibt ja diese Freimaurerbibel, wo drin steht, dass sie unsere Sprache verwirren müssen, damit wir uns selbst nicht mehr untereinander unterhalten können und uns nicht mehr verstehen, um uns zu trennen. Und letztendlich läuft alles genau darauf hinaus, dass wir uns alle trennen sollen und nicht mehr eins sind, weil wir ja dann stärker wären. Wir hätten diese Energie, die man jetzt auch schon spürt, also es gehen Leitungen kaputt, wenn sich bestimmte Menschen treffen, um sich zu unterhalten. Es passieren die komischsten Dinge, alles, was nur schief laufen kann, läuft schief, wenn man sich mit derselben Energie verbinden möchte. Und das ist spürbar, das spürt man auch am Handeln der Politiker, das spürt man am Handeln der Medien. Als Mensch spürt man das, wenn man dieses Bewusstsein hat, wenn man sich das ins Bewusstsein ruft. Für mich, wie gesagt, ich sage das immer wieder gern, ich bin auch ein Frischling, ich bezeichne mich gerne als Frischling, frisch aufgewacht. Ich möchte gerne jede Information aufsaugen. Ich bin wissensbegierig, das sollten wir alle sein. Und das ist aber eben, man kann nicht viel. Wir haben alle unser Leben zu meistern. Wir haben alle unser Sein. Wir sollen unsere Hauptenergie auf das Sein legen, damit diese Energie darauf beruht und nicht irgendwo anders Station macht. Auf der falschen Seite, auf der falschen Ebene, im falschen Moment, wie auch immer. Da müssen wir müssen sein. Ich sage das ganz oft. Und ich bin eben auch ein Frischling, also ich bin auch, ich kann auch noch irgendwas falsch aufgefasst haben, noch nicht zu 100% durchleuchtet. Es gibt kein 100%iges, das gibt es nicht. Wir machen alle Fehler. Fehler sind dazu da, um zu lernen. Darum gibt es mein Format, damit wir gemeinsam Fehler machen können, gemeinsam daraus lernen, gemeinsam wachsen, gemeinsam bewusster werden und gemeinsam die Energie bündeln und raushauen, weil wir sind. Und wenn wir alle sind, dann flackert alles. Und dann können sie nichts mehr machen, wie sie auch immer heißen und was sie auch immer vorhaben, was auch immer schon seit Jahrhunderten geplant sein soll, das ist dann nicht mehr durchführbar. Und die Natur, wie er bemerkt hat in der letzten Zeit, die stellt sich auch auf unsere Seite. Die Erde erhebt sich, sie bebt, sie bricht aus, sie möchte nicht mehr schlucken, sie schreit förmlich nach dieser Entwirrung, nach dieser Befreiung, die wir Menschen für sie tun können. Wir müssen sie bereichern durch unsere liebevolle Sprache. Wir müssen die Liebe wiederleben. Wir dürfen, nicht müssen. Seht ihr, es ist echt verflixt mit diesen Wörtern, die man jahrzehntelang benutzt und dann auf einmal spürt, wie falsch sie sind. Und dann erklärt sich auch so einiges, warum das vorher immer alles so anders lief, weil man natürlich die falsche Energie auf das Wort gesetzt hat. Logisch, wenn ich da negative Energie, auch das Peace-Zeichen, wenn wir zu den Runen kommen, das Friedenszeichen, womit sich alle schmücken, ja, wir machen Frieden. Jeder, der das trägt, hat sich nicht informiert, was es bedeutet, weil es ist die Todesrune. Die umgedrehte Todesrune. Und die würde ich nicht, also ich würde den Stehenden, ich würde die Energie empfangen und nicht die Energie ins Negative wandeln und nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Energie nicht töten. Wir wollen sie aufleben lassen. Wir wollen sie erfrischen. Wir wollen sie wiederhaben. Wir wollen sie spüren und leben. Und in jeder Faser unseres Körpers, in jedem Moment unseres Seins, in jeder Faser, jedes Baumes, jedes Blattes, der Blumen, jeder Frucht, in jedem Lebensmittel, in allem, was wir tragen, in allem. Das glaube ich. Also ist mir bis jetzt bewusst geworden, dass wir dahin müssen. Also ich möchte dahin. Ich muss, kommt schon wieder das Muss. Es ist echt verflixt. Sabbalat. Ja, es ist echt nicht leicht. Es gibt viele, die schon lange wach sind, viel länger als ich, die auch noch mit der Sprache ein bisschen hapern. Das ist aber eben, man hat das so verwirrt und so umgedreht und so verkorkst und so weit weggenommen von uns. Und man hat ja nicht die Zeit, man wird in die Firma Schule gebracht und dann wird einem das gesagt und man sollte nicht widersprechen. Und ja, dann lernt man das, was man so sagt. Aber die Bedeutung wird einem nicht erklärt. So, es wird einfach gesagt, das ist so und nimm das so an. Und hinterfrage es nicht. Wenn du hinterfragst, dann bekommst du Ärger. Also du bekommst nicht unbedingt Ärger, aber du stößt auf Widerstand. Du spürst das schon. Und man spürt das. Man spürt das auch, wenn man draußen mit seinen Jungen und den Tierchen unterwegs ist. Dann spürt man dieses Gefangensein von den Menschen. Auch wenn man sich unterhält, man spürt es, dass man sich nicht mehr frei aus dem Herzen unterhält, sondern man hat ein Wissen und das Wissen möchte man verbreiten und dann habe ich die Fakten und ja, aber eben die Fakten sind wohl das, was man verdreht und verdrehen kann. So, aber das, was wir fühlen, wo wir in uns selbst, in unserer Mitte spüren, dass es wahrhaftig ist. Warum sollten wir uns selbst nicht vertrauen? Wer ist denn unser bester Freund? Unser Herz. Es fängt an zu schlagen, bevor unser Gehirn funktioniert, bevor unser ganzer Körper existiert. Haben wir das kleine, winzige Bum, 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 Bum. Und wer sagt denn an, wann wir tot sind? Ist das nicht auch unser Herz, das aufhört zu schlagen? Das Gehirn kann schon lange tot sein. Stimmt? Und das Herz schlägt weiter, dann bist du gehirntot. Aber du wirst immer noch nicht für tot erklärt. Wobei du ja nicht wirklich tot bist, sondern einfach deine Seele den Körper wieder verlässt und sich frei entfaltet. So. Ja, das ist, da muss man was. Das Herz ist dein bester Freund, dein wahrer Freund. Vertraue ihm. Wenn es dich so zwickt, das fühlt sich dann immer so, es wird dann so schwer und es tut fast weh. Es brennt ein bisschen. Es ist ein bisschen ein komisches Angefühl, so Druck. Es geht dir auf die Lunge, es nimmt dir die Luft zum Atmen ein bisschen. Das ist, weil dein Herz dir sagen möchte, Vorsicht, hinterfrage, Veto. Fühle ab mit dir selbst, mach dir das bewusst, nehme dir die Zeit. Wir sagen immer, wir haben keine Zeit für das, ich muss das noch erledigen und das muss ich noch, ich muss noch einkaufen und ich musste auch lernen, dass das nicht, ich war auch sehr systemkonform. Und ich habe durch mein Junges gelernt, mir das wieder abzueignen, weil man lernt schon sehr viel, die Jungen, die sind. Und die sind auch in der Sprache eben, da gibt es ein Fudeli-Dubeldu und das ist halt Knuddeln oder ich hab dich lieb. Und das weiß man dann, aber wenn man seinem Jungen in die Augen guckt, dann spürt man das. Man nimmt das ja wahr und das Herz sagt dir das auch und dann überprüfe das und vertraue dir selber, du bist, Punkt. Dein Herz ist deine Seele. Und wenn wir uns wieder auf diese Ebene begeben, dann ist das alles eigentlich ein leichtes. Ein leichtes, wenn wir es uns immer wieder in jedem Moment bewusst machen, indem uns bewusst wird, dass wir das falsche Wort äußern. Wobei es ja auch schon wieder, seht ihr, es kein richtig und kein falsch gibt. Also es ist wirklich verzwickt, verwirrend ist das. Aber letztendlich bringt es uns allen Klarheit, die wir brauchen, um wieder frei atmen zu können, aufrecht zu stehen, das Rückgrat zu haben, uns selbst in uns festigen und nicht ins Wanken bringen zu lassen, weil jetzt der Professor so und so die und die These jetzt über den Haufen wirft, oder? Okay, dann macht er das, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du das machst oder ich das mache oder wir müssen alle unserem Herz vertrauen. Und dann erkennen wir auch die Ursprache wieder, die da Liebe heißt. Und auf diese Art und Weise müssen wir uns unterhalten. Wie gesagt, wenn wir jemanden sehen, dem es nicht gut geht, auch wenn wir ihn nicht kennen. Also ich mache das auch mit meinem Jungen. Und auch sie macht das schon. Ich finde das sehr rührend. Wenn man jemanden sieht, dem es nicht gut geht, dann geht man in die Nähe, bis man spürt, dass er einen wahrgenommen hat. Und dann spürt man ja, ist es ihm angenehm oder ist es ihm nicht angenehm. Und je nach dem Gefühl handelt man dann. Dann geht man näher, man zeigt ihm, man zeigt ihm, dass man mitfühlt. So, dass man da ist als Mensch. Man möchte nichts, man möchte einfach nur da sein und die Hand reichen. Und dann geht das nur eine kurze Zeit und dann verändert sich der Gesichtsausdruck, verändert sich. Die Körperhaltung wird anders. Er wird wieder fester in sich selbst, nur weil er spürt, da ist jemand, der ihn sieht. Weil das machen wir nicht. Wir laufen alle blind durch die Gegend, wie so Pferdchen mit den Scheuklappen links und rechts und am besten noch nach unten oder auf das Handy. Ich sehe nicht, geht mich nichts an. Doch, es geht uns alle was an. Wir sind alle Menschen und wir sind da und wir sind Lebewesen und wir sind füreinander da. Also helfen wir einander auch. Wir sehen einander, wir gehen mit offenen Augen und des offenen Herzens, egal was uns passiert. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, auch ich habe mein Päckchen zu tragen, kein leichtes. Aber auch da, ich bin 1,58 Meter, da geht immer noch was drauf. Also es ist immer die Sichtweise, wie man sich das vom Herz her aneignet. Liebe geben ist viel, viel mehr als Liebe nehmen und Hass zu schüren oder Unruhe zu stiften. Oder nee, ich gebe lieber Liebe, wenn ich sehe, da ist jemand, der etwas Gewisses braucht und ich ihm das geben kann, dann mache ich das. Da brauche ich mich nicht zu rechtfertigen vor irgendwem, nur vor mir selber. Und wenn mein Herz mir sagt, jetzt stell dich dahin, auch wenn andere sagen, oh, guck mal, und wenn es um Obdachlose gibt, also ich habe kein Problem, mich daneben zu sitzen und mit meinem Jungen das Frühstück mit diesem Menschen zu teilen. Da habe ich kein Problem mit. Wir gehen dann noch mal ein bisschen Wasser holen für diesen Herrn, für diesen Menschen, und dann das ist für uns ein Naturell so, weil das, was wir haben, das haben wir ja zu viel, das ganze Materielle, das brauchen wir ja alles nicht, das bindet uns ja nur in diese Gesellschaft, das bindet uns ja nur an das System, und das brauchen wir nicht, wir müssen uns loslassen. Das ist das. Das liegt schon in der Lösung. Los. Und sind wir. Also lassen wir uns einfach mal los von dem System und kommen zu uns selber in unsere Mitte. Und wie gesagt, das hat anfangs, weil man immer so getrimmt wird von der Gesellschaft, ja, die nichts haben, die muss man auch so lassen, und kümmere dich um dich und lass die anderen sein und ja, leben und leben lassen so. Aber wenn ich mit meinem Jungen unterwegs bin und ich lebe, dann erfreue ich mich nicht daran, wenn es 50 Meter weiter jemand anderem schlecht geht. Dann erfreue ich mich daran, wenn ich ihm eine Freude machen kann. Und dann hat er eine Freude, wir haben eine Freude und wir sind gemeinsam. In diesem Moment sind wir eine Einheit. Wir kennen uns nicht, aber das Gefühl, das da ist, das umschließt uns alle und das ist Liebe, das ist einfach so. Natürlichkeit, lasst es raus, habt keine Hemmung. Egal was für schlimme Sachen passieren können, die darf man gerne bedenken, aber man muss sich immer die Liebe zurückrufen. Man darf, man muss, seht ihr, ich habe das Muss immer noch drauf. Ich kriege das echt nicht hin mit dem Muss. Ich sollte mir da was einfallen lassen, wie ich mir das muss. Vielleicht 5 Franken in die Kasse oder sowas. Für jedes Muss, dann geht das ordentlich, dann können wir am Ende vom Monat eine neue Lichter holen oder neues Mikro, neue Mütze, was auch immer. Oder was Schönes für euch. Wir machen dann ein schönes Treffen, wenn wir euch alle einladen, machen wir ein schönes Picknick zum Beispiel von der Strafkasse. Für jedes Muss, weil ich darf. Ich darf, ich sollte, ich fühle es so. Es ist nicht leicht für niemanden von uns und wir haben alle Ängste und Hemmungen, die uns eingetrichtert wurden und wir dürfen das gerne loslassen. Wir dürfen uns gerne von dem Ganzen befreien. Das, was uns nicht zusagt, das, was dich hier in deinem Herzen macht das. Dann ändere es. Mach es weg. Mach es einfach weg. Es hört sich so leicht an. Es ist eigentlich auch leicht, wenn man das mal, ich sage jetzt begriffen, aber das ist auch, wenn man das mal gefühlt hat, dass das echt so, weil es ist ein Gefühl. Sein ist nicht der Geist, sondern eben alles, was fließt. Das Wasser fließt. Wir sind. So läuft das. Und da müssen wir uns einfach... Ja, also es gibt viele Menschen, die sich mit der Sprache befassen. Joe Greisel hat das auch auseinandergenommen. Er nimmt das auch auf eine besonders charmante Art und Weise auseinander. Mario Prass, wie gesagt, nimm das sprachlich mit der gotischen Schrift und anagrammisch auseinander. Die Symbolik, Erhard Landmann, der fand auch in allen Sprachen auf der Welt einen Hinweis auf ein und denselben Außerirdischen, also auf ein und dieselben mehrere außerirdische Götter zum Beispiel. So. Das sollte man sich auch mal zu Gemüte fügen, ob das, was er nennt diese Sprache zum Beispiel theodisch. Das ist mir jetzt auch noch kein läufiger Begriff. Das höre ich jetzt auch von ihm. Da bin ich auch noch am Entzetteln, Entschlüsseln, Entwirren. Dann gibt es die schöne Seite von Tiramesa, die Worte auch nochmal schön auseinander nimmt und das Alphabet, die Reihenfolge der Buchstaben, warum ist die so und warum ist sie nicht anders. Der Sven Möbus empfehle ich noch, der nimmt die Zahlen auseinander. Wir schreiben ja auch Zahlen, arabische Zahlen. Aber das ist auch alles nur mit einem Strich veränderbar und schon können wir die auch lesen. Also wir können schriftlich, wenn wir von der Schrift hergehen, können wir uns alle auf der Welt verständigen. Nicht sprechen, weil der Ton und die Aussprache anders ist, aber schriftlich. Mit dem Hexen 1x1 können wir uns alle verständigen. Also man kann aus Frankreich einen französischen Brief schicken und man kann den entschlüsseln. Auf Deutsch. Und dann lesen wir das ja. Dann haben alle dieselbe Information. Ja, ihr seht, das ist ein echter, wir dürfen da gerne zusammen reinschauen und wir nehmen das auseinander. Lasst uns das auseinandernehmen gemeinsam. Das ist doch supi. Mal gucken, was wir da noch alles finden. Da finden wir bestimmt noch, es gibt echt Wörter, da kommst du neu auf die Welt. Da kommt man echt neu auf die Welt, war einem echt ebenso wie das der Person. Im juristischen Wörterbuch ist das ein Lebewesen mit aufrechtem Gang. Hier, dass der Sprache mächtig ist und letztendlich ist das nur eine Maske. Also Person, Maske. Bist du eine Person? Nee, ich bin ein Mensch. Die ewige Essenz. So, dann kommen wir langsam zum Ende. Also meine nächste Sendung ist wieder nächsten Donnerstag. Nach mir heute Abend 17 bis 18 Uhr kommt der Detlev, Wake News Radio Live. Ich möchte nochmal meine E-Mail erwähnen. Das ist die maria@wakenews.net. Ich bin immer bei dem Dot, das .net. Da könnt ihr gerne fleißig schreiben. Ich werde versuchen, soweit es mir die Zeit ermöglicht, das zu beantworten und in meinem menschlichen Umfeld weitere Informationen für euch dann einzuholen, gegebenenfalls. Die nächste Sendung am Donnerstag, den 28.04. von 12 bis 13 Uhr. Kommt da? Da werden wir wahrscheinlich des Weiteren auf die Symbole eingehen, weil wir dürfen das ruhig wissen, was da wahr ist und was nicht. Wir nehmen das gerne, ich nehme das sehr gerne mit euch auseinander. Ich werde Symbole vorbereiten, die wir dann zum Ursprung zurückführen können, gemeinsam, und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, die E-Mail haben wir. Ich danke euch nochmal alle fürs Zuhören. Ich freue mich total über die positive Resonanz für euch. Ich freue mich auch auf die konstruktive Kritik, die ich lesen darf. Ich finde das super. Also ihr gebt mir echt, ich traue mich das mehr durch euch. Ihr gebt mir den Mut, da weiterzumachen und da dran zu bleiben und dass das eine gute Sache ist für euch. Freut mich, wenn ihr dran bleibt. Ich bleibe auch dran bei euch. Das ist ein Wort, ne? Das ist mein Wort aus tiefstem Herzen für euch. Ich sende euch noch viel Liebe und habt noch einen wunderschönen Tag. Weiter. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.